Ja, meine Lieben, hier ist Christian Remscher, meiner Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir so ein Thema, da muss ich mich wieder ganz warm anziehen hier. Ich habe einen Borderline-Mann. Stay tuned. Ja, also beim Thema Borderline schlagen ja immer die Wellen hoch. Erfahrungsgemäß, ich kriege schon immer Angstschweiß. Nein, es hilft ja nichts. Ich muss ja meinen Job hier machen. Weil da immer, wenn ich ein Video über Borderline mache, da fühlen sich immer viele auf den Schlips getreten. Aber es hilft nichts. Ich habe keinen Bo also ich habe einen Kanal für Pluspole, die Partner von Narzissten, Borderlinern, und ich muss meine Mission ja machen, hilft alle nichts. Und außerdem gibt es so und so Borderliner, das sage ich ja immer wieder. Es gibt welche, die toll Therapie machen, an sich arbeiten, vielleicht auch eher auf dem co-abhängigen Spektrum sind, und dann gibt es welche, habe ich auch schon gehabt, die wollen einfach nur, die gehen nur zum Therapeuten, damit er ihnen sagt, die anderen sind schuld. wollen eigentlich gar nichts ändern oder machen gar keine Therapie, auch ganz viele. Und dann ist es echt schwierig. Dann ist es. Also mit jemand, der wirklich ein Borderline-Thema hat, tut was total unaufgelöst ist, nicht antherapiert und gar nichts. Oder jemand, der Narzisst ist, ob da jetzt irgendwas besser oder schlechter ist. Also, ich will jetzt überhaupt nicht in einen Topf werfen, aber dieses. Also beide Varianten können super viel Schmerzen bringen für den Partner auf jeden Fall. Ja, der andere hat auch. Aber wie gesagt, ich bin einfach kein Borderline-Experte. Ich bin Experte für die andere Fraktion. Klar, die leiden auch tierisch. Ist halt Schmerzkörper-Thema, so, ne? Immer wieder. Schmerzkörper-Thema, der sich dann, den man nicht im Griff hat. Und bei Narzissten ist es eben eher, dass sie das überhaupt nicht sehen. So gar nicht. Es ist gar nicht da, ne? Und bei Borderline ist es schon da. Ist es auch, auch so eine gewisse, auch so eine Bewusstheit teilweise da. Und wenn es aber nicht genügend behandelt ist, ist es eben, sind diese Trigger halt so stark, dass sie häufig nicht anders können, als sich, halt so verhalten, wie es dann halt ist. Ich muss trotzdem sagen, also zwischen jemand, der rüberkommt wie ein Borderline und rüberkommt, der wie ein verdeckter Narzisst, das ist kaum auseinanderzuhalten. Also deswegen Vorsicht mit diesen Begriffen. Ich benutze echt einfach immer lieber toxisch, weil auch wenn wir jetzt reden gleich über jemand, der meint, der Partner wäre ein Borderliner gewesen, kann genauso gut sein, das ist ein verdeckter Narzisst ist. Ey Leute, es ist echt wurscht. Wirklich, wenn es toxisch ist, es ist toxisch. Und ich habe ja neulich das Video dazu gemacht mit Schuld und so. Es ist auch nicht die Schuld. Also, es ist keiner Schuld. Also, jeder verhält sich so, wie er gerade kann. Aber ihr müsst euch immer wieder fragen: Tut mir das gut hier? Das bringt auch nichts, auf dem anderen rumzuhacken. Du bist so ein Borderline, bist so ein Narzisst. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Also natürlich kann man mal sagen, ich möchte nicht so behandelt werden. Das sagt man dann 50 Mal, 100 Mal oder dreimal oder einmal. Und dann sieht man, ah, es wird nicht respektiert, es wird nicht gemacht. Ja, kann man nur in Liebe gehen. Also mehr ist da auch nicht so zu sagen. Ihr müsst auch den anderen nicht missionieren oder retten. Es geht auch nicht darum, den zu hassen. Das ist auch altes Denken, altes Bewusstsein irgendwie. Gar nicht, überhaupt nicht. Einfach nur wahrnehmen, wundern, weitergehen. Mehr ist es eigentlich nicht, ne? Und was für ein Label ihr da dran klebt. Echt, das ist sowas von egal. Und auch viele Co-Abhängige haben Borderline-Anteile. Und es ist wirklich, glaubt's mir, es ist total wurscht. Es ist total wurscht. Hört auf zu versuchen rauszukriegen, was jemand hat. Es ist, also deswegen mag ich diese Worte, Schmerzkörper oder toxisch, mag ich viel lieber, weil, also erstmal stigmatisieren die auch nicht so. Dann ist da auch mehr drin, dass es immer ein Spektrum gibt, weil jeder hat einen Schmerzkörper, jeder hat ein Ego, jeder ist nicht ganz bewusst irgendwie. Das finde ich viel spannender als diese Sachen. Aber gut.
Hallo Christian, ich war einige Jahre mit einem Borderline-Mann zusammen. Er lebt in einem anderen Land. Ich, Deutsche, lebe hier. Ich war oft viele Wochen am Stück dort. Er dann einmal, haha, 5 Wochen bei mir. Ja, sieht man schon. Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, weil du weißt, dass das ein Borderliner ist, aber nehmen wir es mal so hin. Wie gesagt, könnte jetzt auch andere Thematik sein und da der eben im Ausland lebt, sage ich mal, da habe ich mal gedacht, nehmen wir mal die E-Mail hier. Und du siehst auf jeden Fall jetzt schon, dass du mehr investierst als er. Das ist immer eine Sache, wo man gucken sollte in Beziehungen, ne? Jeden Tag haben wir 2 bis 3 Stunden geskypt. Als Musterwiederkehrung gab es alle 6 bis 8 Wochen einen von ihm konstruierten Streit und Hörer auflegen und 3 Tage ignoriert werden. Ja, also ich unterstelle mir jetzt überhaupt keinen Willen, dass er das so macht, aber das ist dieses Muster, was so ätzend ist, was mir auch immer wieder Männer erzählen, oder jetzt hier ist eine Frau. Das ist so ätzend, also man kann nichts machen, du kannst auch nichts machen. Das muss, weil ohne Drama, also wenn Ruhe eintritt, wird man ja sich selber spüren, so, ne? Das ist die eine Sache, ne? Und dann ist es so, dass ich empfehle auch wirklich mal die Videos von Tolle zu gucken, mit dem Schmerzkörper. Der Schmerzkörper, der will gefüttert werden, so, ne? Und wenn jemand einen unbewussten Schmerzkörper hat oder ein Ego oder wie ihr es nennen wollt, sagen wir mal Schmerzkörper, Ego stimmt nicht so richtig hier, der braucht Futter. So, und das kriegt er gar nicht mit. Und dann muss ein Streit konstruiert werden und es muss dir auch ein bisschen wehtun, bitte. So, ne? Sonst bringt's nichts. Also der Streit alleine bringt's nichts. Es muss dir auch wehtun. Und solange das nicht da so eine Bewusstheit ist, was auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn er so ist, dann ist er so. Alles gut. Aber du musst es nicht mitmachen. Du musst nicht der Diener sein seines Schmerzkörpers. Brauchst du nicht. Und du verlierst mit jedem von diesen Streits, verlierst du Energie. Hab viel mit ihm erlebt, entweder die intensive Liebesbeziehung oder eiskalte Rauswürfe etc. Nun vor 9 Wochen dann eine WhatsApp, dass er den Flug nach Deutschland storniert hätte. Und nicht drüber wegkommen sollte. Ja, das ist erstmal sehr wahrscheinlich jemand anders, würde ich mal vermuten. Und ja, ist wie es ist, ne? Aber der wird sich schon wieder melden, keine Sorge. Ich bleibe standhaft, leider aber wie ein Hund. Ja, das ist. Ich kann das total verstehen. Das ist. Aber eins kann ich dir sagen, wenn er anders könnte, wird er anders. Er kann einfach nicht anders und du kannst ihn da auch nicht retten oder so. Und es ist auch wirklich wichtig, dass du dem jetzt nicht nachgibst in irgendeiner Weise, weil damit hilfst du ihm garantiert nicht so. Und was willst du da machen? Da kannst du nichts machen. Das ist, und das, dieses Hin und Her und auch diese Qualität, die den Mensch bestimmt hat, weil gerade diese ein bisschen Hin und Her Menschen, sage ich mal, emotional instabilen, die können ja auch so dermaßen geil aufmachen, wenn die gute Momente haben. Wie gesagt, also nehmen wir mal, das ist jetzt, geht es in Richtung Borderline, da haben die ja auch viele Momente, wo die so klar sind und nett und total liebevoll und interessant und, aber das ist, nochmals, wenn du mit jemand essen gehst, so, und es ist 2 Stunden schön, und nach 2 Stunden nimmt er seinen Teller und ballert dir seine Suppe in die Fresse, so, ne? Würdest du dann auch sagen, ja, aber der Rest vom Essen war ja gut, ne? Können wir wieder machen. Aber ich verstehe, weil es ist total schwer, da rauszukommen, weil es ein bisschen wie eine Sucht ist, dieses Hin und Her und dieses, das löst halt eine Sucht aus, eine Sucht, wonach, ja, nach deinen körpereigenen Drogen, die in diesen Beziehungen extrem stark stimuliert werden, ne? It's up to you. Du kannst das weitermachen, aber es wird so bleiben. Musst du mal an die Zeiten denken, wo er so normal war. Ja, dieser Schmerzkörper, der zeigt sich eben nicht gleich, der zeigt sich immer erst nach einer Zeit, also nach ein paar Monaten, weil das hier Ultra-Fernbeziehung ist, halt unter Umständen erst nach vielen Monaten, ne? Was kannst du mir raten? Come on, das weißt du ganz genau. würde ich mich gerne mit anderen live austauschen. Ja, komm zum Bootcamp, gibt es ja bald in Hamburg und in Murnau. Das wäre eine Gelegenheit, oder zur Liebeship-Party, 25.10. Oder ansonsten schreiben ja vielleicht auch welche hier unter dieses Video. Ne? Und kommt zur Liebeship-Party. Ein paar Karten habe ich noch. Es wird cool. Es wird cool. So, in diesem Sinne. Wir werden uns bald wiedersehen.